Ja, reden wir über das Surface Laptop Studio. Ja, ich muss mich immer noch ein bisschen konzentrieren, wenn ich den Namen ausspreche, weil heißt es jetzt Surface Studio Laptop oder Laptop Studio, aber es ist Laptop Studio. Laptop zuerst und dann Studio. Das ist mein Merkvers, so merke ich es mir. Unboxing müssen wir nicht mehr machen, haben wir schon gemacht. Müssen wir nicht mehr groß auf die Details des Designs eingehen, können wir direkt zu meinen Erfahrungen übergehen. Ich würde sagen, wir machen 4 Highlights, 4 Enttäuschungen und ein Fazit. Fangen wir mit Highlight Nummer 1 an, das Design. Ich bin ein großer Fan dieses Designs. Es ist wirklich genau das, was ich mir von einem Laptop wünsche. Ich möchte den Laptop auch mit den Fingern bedienen können, aber das Problem ist natürlich, wenn man den Laptop, wenn man ihn so verwendet, ist es mühsam, mit den Fingern da reinzufassen. Aber hier löst es Microsoft sehr elegant, weil man das ja runterziehen kann. Kann man so nutzen oder so, ja, wie man halt möchte. Das löst für mich das Touch-Problem am Laptop. Ja, es gibt diese Lenovo-Yoga-Dinger, die man so umklappen kann, aber das finde ich mühsam. Ich möchte nicht das Laptop umbauen. Ich möchte es schnell runterziehen, wenn ich es brauche, und wieder hochschieben, wenn ich es nicht mehr brauche mit den Fingern. Das ist hier genial gelöst. Genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Ich wünschte mir, das gäbe es auch von Apple und von anderen Herstellern. Ich finde, das kommt dem idealen Laptop-Design in Zeiten von Touchscreens sehr, sehr nahe. Ja, nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben dann in den Nachteilen, kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Aber im Prinzip wirklich großartig. Genau, was ich immer haben wollte. Ich bin super zufrieden mit der Idee, mit dem Design, wie es funktioniert. Was man auch noch anschauen muss, ist die Treppe. Da wurde ganz, ganz viel gelästert online. Die Treppe, das ist das hier, da ist eigentlich, das ist der Laptop, und dann geht's runter und dann kommt nochmal ein Stockwerk. Da wurde online ganz, ganz viel gelästert. Ich habe ganz viele Fragen bekommen. Ist der Laptop nicht zu hoch? Ist es nicht ärgerlich? Nein, es ist großartig. Ich finde es eine großartige Designidee. Hat einen wunderbaren Nebeneffekt. Das Surface Laptop Studio ist der Laptop, den ich am einfachsten vom Tisch hochheben kann. Man fasst ihn einfach und hat ihn, weil man überall mit den Fingern drunter kann. Das ist im Alltag so super praktisch. Kleines Designdetail, was ein bisschen kontrovers ausschaut, aber im Alltag super ist. Ich möchte das nicht mehr missen, ehrlich gesagt. Wirklich schlau gemacht von Microsoft. Und wo ich schon umdrehe, das habe ich schon im Unboxing festgestellt, was genial ist an diesem Laptop, sind diese langen Gummifüßchen auf jeder Seite. Andere Laptops haben in den Ecken einfach so kleine Gummiknubbel und das war's. Der hat halt ganz, ganz lange Gummifüßchenstreifchen oder wie man es auch immer nennen möchte. Und das ist so super, wenn man im Zug arbeitet, wenn man unterwegs arbeitet. Das Ding hält auf dem Tisch. Das rutscht dir nicht weg. Irgendwo greifen diese Füßchen immer. Das ist so schlau. Wirklich ganz durchdacht. Würde ich mir wünschen, dass das andere Laptops sofort kopieren würden. Ja, Füßchen. Dann, was auch großartig ist an dem Ding, aber das muss man ja... Ich als alter Surface-Nutzer, mir muss man das ja nicht mehr sagen, aber ihr, falls ihr noch keins gesehen habt, was Microsoft unglaublich gut kann, sind Tastaturen. Ja, anders als Apple haben sie da nicht mal irgendwo halbes Jahrzehnt lang Mist-Tastaturen gemacht. Nein, die Tastatur hier ist großartig. Ich könnte da und kann da auch stundenlang drauf schreiben. Ausgesprochen angenehm, klappert nicht, super Druckpunkte. So eine angenehme Tastatur. Meine Lieblingstastatur, die ich in letzter Zeit getestet habe. Ein bisschen weicher noch als das MacBook Pro, das neue, würde ich sagen. Ja, alles sehr gedämpft, sehr angenehm, schreibt sich super angenehm drauf. Und was Microsoft auch immer schon gut konnte und jetzt auch wieder vorgeführt hat, ist das Trackpad. Da bewegt sich auch nichts. Das kennt man ja schon von Apple-Laptops. Das simuliert nur, dass man drauf drückt. Aber das Druckgefühl hier ist ein bisschen ein anderes. Bei Apple fühlt es sich an, als würde man richtig auf ein Trackpad drücken. Hier fühlt sich alles so ein bisschen, ja, gedämpfter ist wieder das Wort, alles so ein bisschen weicher an. Ich habe mich öfters dabei ertappt, wie ich einfach ein bisschen da drauf rumgedrückt habe, weil es sich so cool anfühlt. Also das muss man wirklich sagen. Microsoft hat in Sachen Haptik und Design, ja, da sind sie unglaublich gut. Also Tastatur und Trackpad hier. Hut ab, also da bin ich wirklich beeindruckt, wie gut die sind.
Was mir auch gefallen hat, ist der Bildschirm. Macht jetzt wenig Sinn, das in einem YouTube-Video zu zeigen. Aber ist wirklich ein sehr guter Bildschirm. Ist kein Mini-LED-Bildschirm, aber er hat mit 120 Hertz eine hohe Bildwiederholfrequenz, was ich mir halt vom iPad schon lange gewohnt bin und bei vielen anderen Computern vermisse. Was noch fehlt, ist die Möglichkeit, die Bildwiederholfrequenz variabel anzupassen. Aktuell kann man nur zwischen 120 Hertz und 60 Hertz wählen. Ich glaube, Microsoft hat es mal versprochen, dass das Ding dann ähnlich wie das iPad auch, ja, wenn es nicht nötig ist, runtergeht mit der Taktfrequenz und wenn es nötig ist, geht es rauf mit der Taktfrequenz. Aktuell noch nicht drin, aber trotzdem, Bildschirm hat mir sehr gut gefallen, auch weil er einfach weit und breit keine Logos und nix hat, ist einfach sehr aufgeräumt, sehr schön. Und das Letzte, was wir noch loben müssen, da können wir das Ding schon mal zuklappen. Da habe ich ja beim Unboxing ein bisschen gelacht anfangs, als dieses Riesending rauskam. Das Surface Dock. Hat mir Microsoft mitgeschickt, auf das ich es mir auch anschaue. Und ich muss sagen, ich mag das Ding wirklich sehr. Würde ich mir jetzt ein neues Surface kaufen? Ja, es ist nicht billig, aber es ist halt wirklich toll gemacht, weil es halt den Surface-Anschluss hat. Kann man es damit an den Surface anschließen und dann hat man tonnenweise Thunderbolt, USB, Netzwerkanschlüsse, also wirklich alles, was man braucht. Ganz, ganz tolles Teil. Großes Highlight auch. Aber Microsoft hat das Ding natürlich ganz offensichtlich nicht umsonst mitgeschickt. Die haben sich schon was überlegt. Und damit kommen wir auch schon zu den Nachteilen. Ja, Nachteil Nummer 1, das Surface Laptop Studio hat nicht wahnsinnig viele Anschlüsse. Man kriegt, ich kann es nochmal zeigen, hier haben wir, das Ding ist so hoch, nein, das ist nicht SD, das ist der Surface-Anschluss. Damit konnte ich es auch übrigens mit meinem Surface Pro 3 Netzteil, was sicher schon 5, 6 Jahre alt ist, problemlos laden. Wir haben Kopfhörer und auf der anderen Seite haben wir noch zwei Thunderbolt-Anschlüsse und das war's auch schon. Nicht wahnsinnig viel für ein Profi-Studio-Gerät, was man eigentlich ja als Arbeitsgerät nutzen möchte. Ein bisschen mehr Anschlüsse wären toll gewesen, aber eben die schlauen Füchse von Microsoft haben natürlich einen Dock dafür, was das Problem ein bisschen löst. In meinem Fall war es halt wirklich ein bisschen wenig mit diesen zwei Thunderbolt-Anschlüssen, weil ich hier im Büro, wenn ich das Surface-Ladeteil nicht dabei hatte, habe ich es über einen dieser Thunderbolts geladen und dann war nur noch einer frei und ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Anschlüsse gewünscht. Kritikpunkt Nummer 2, die Tech-Specs. Wird mir immer wieder vorgeworfen, Raphael, warum sprichst du nicht mehr über die technischen Innereien, welcher Prozessor, Benchmarks und all die Sachen? A, können das andere besser? B, interessiert's mich nicht sonderlich. Ich möchte die Geräte verwenden, ich möchte damit arbeiten. Mich interessiert nicht, was jetzt da alles drin ist und was es genau macht. Mich interessiert, wie wirkt's auf mich, wie funktioniert's, was merke ich davon? Ob da jetzt ein i5 oder i7 oder Intel weiß noch was alles drin ist, ist für mich nicht so wahnsinnig relevant. Aber was man wirklich kritisieren kann an dem Surface Laptop Studio, wie an den anderen Surface-Geräten auch, die Specs sind nicht immer die allerneuesten und aufwendigsten und verrücktesten. Hier ist ein i5 drin, 16 GB RAM und die interne Iris-Grafikkarte von Intel. Ich glaube, so heißt sie, oder? Ich musste nämlich nachschauen. Jemand hat mich im Livestream gefragt, was denn für eine Grafikkarte drin ist. Ich habe es nicht gefunden, bis sich dann rausgestellt hat, ist die interne Grafikkarte. Klar, gegen Aufpreis gibt es dann wuchtigere und schnellere Varianten davon, aber ich habe da die günstige mal ausprobiert. Fühlt es sich schnell an? Nein, es fühlt sich nicht wahnsinnig schnell und flink an. Das kann man dem Gerät wirklich anlasten. Fühlt es sich schnell genug an? Ja. Aber klar, wenn man verwöhnt ist und von einem iPad kommt, was halt rasend schnell ist, von einem neuen M1er MacBook, das hier fühlt sich schon nicht ganz so flink an. Gut möglich, dass die teureren Surface Laptop Studios sich flinker anfühlen, aber das hier hat sich jetzt nicht wahnsinnig flink angefühlt. Wenn man es aufgeklappt hat, hatte man nicht das Gefühl, wow, ich sitze an einem Ferrari. Wenn man es in die Hand genommen hat, hat man das Gefühl, es sei ein Ferrari. Aber wenn man es aufklappt, ja, es hat schon hin und wieder mal geruckelt oder was laden müssen und der Lüfter springt auch hin und wieder an. Ja, der Lüfter ist nicht wahnsinnig laut, es macht dann mehr so stört einem eigentlich nicht. Also selbst wenn man einen Podcast aufnimmt, ist es kein Problem, weil es kaum jemand bemerkt. Aber hin und wieder muss das Ding halt doch lüften.
Und wo wir noch bei den Tech-Specs sind, die nicht umwerfend sind, der Akku. Nein, ein Akkuwunder ist das Ding nicht, aber also für einen normalen Laptop-Gebrauch reicht es. Es ist aber nicht irgendwas, was man jetzt im Alltag benutzt und denkt, wow, was für ein Mega-Akku oder oh, das ist viel zu wenig, das reicht auch nirgendwo hin. Ich würde sagen, es ist so Mittelklasse. Mir ist es weder positiv noch negativ aufgefallen. Ich glaube, The Verge hat kritisiert, dass der Akku ganz, ganz mies sei. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde, er reicht und aber eben, also es gibt auch keine Bonuspunkte für den Akku. Darum habe ich ihn hier so ein bisschen lustlos in die Kategorie der Nachteile gesteckt, weil er nicht wahnsinnig sensationell ist. Dann, was haben wir noch? Schreiben mit dem Stift. Der Stift, das ist ja super schlau, den kann man hier unten, der hüpft einfach da unten rein, hält da auch bombig, wie man jetzt gerade sieht. Kann ihn da einfach wieder hin machen, dann wieder geladen und funktioniert. Ganz schlau gelöst von Microsoft. Was mich nicht restlos überzeugt, ist der Stift und vor allem die Anbindung ans System. Erstens, der Stift hat ja jetzt so eine, wir können es mal vorführen. Hier natürlich genau nicht, das war jetzt ein Fehler. Ich habe es in OneNote vorführen wollen. Wir brauchen dazu das Microsoft Notizen. Wo haben wir es? Da nehmen wir da kurz Notizen. Da ist noch ein Überbleibsel vom Test. Das ist interessant. Jetzt vibriert sie auch nicht mehr. Oder tut's noch? Moment, wir machen schnell Pause und ich muss dem nachgehen. Das ist jetzt interessant. So, genug experimentiert, jetzt habe ich es wieder. Irgendwas hat geklemmt. Im Whiteboard von Microsoft, da spürt man die Vibrationen. Ich habe es jetzt aber auch auf Maximum eingestellt. Wenn man danach in die Kurznotizen geht, ist es weg. Ich hatte das Gefühl, da hätte ich die Vibrationen auch schon gespürt und in OneNote hat man auch keine. Also das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht, nicht irgendwie richtig integriert. Ich weiß nicht, warum Microsoft das nicht hinkriegt. Es sind ja nicht irgendwelche Dritt-Apps, wo es nicht funktioniert, sondern OneNote, meine wichtigste Notizen-App, da vibriert der Stift gar nicht. Nicht, dass ich es vermissen würde. Ich finde, diese Vibrationen sind eher so ein bisschen seltsam und ein bisschen verzögert. Und das ist auch meine zweite Kritik am Stift. Ja, er ist sehr, sehr schnell, aber das Schreibgefühl auf dem Bildschirm ist überhaupt nicht toll. Weil sobald man nur ein bisschen fest drückt, sieht man so wie der... Ihr kennt den Effekt noch, wenn man früher bei Taschenrechnern so aufs LCD gedrückt hat, hat man da gesehen, wie da diese Kristalle verschwimmen. Das sieht man hier auch. Ich habe es extra hier mal gefilmt. Da sieht man wirklich, wie wenn man mit dem Stift aufsetzt, wie er so eine Welle vor sich herschiebt. Das ist so irritierend beim Schreiben. Ich weiß nicht, beim Surface Pro ist mir das nie aufgefallen. Ist hier der Bildschirm irgendwie zu dünn, dass es diesen Effekt gibt? Ich finde es auf jeden Fall nicht schön und irritierend beim Schreiben. So, versorgen wir den Stift wieder. Könnt ihr nochmal zuschauen. Das ist wirklich so cool gemacht. Einfach hier runterschieben, zack, und wegschnappt er. Kommen wir noch zum letzten Kritikpunkt. Den habt ihr jetzt auch gerade wieder gehört. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Mal schauen, ob ich das Geräusch reproduzieren kann. Ja, nicht so wirklich. Das Scharnier, es knarzt, es macht teilweise ganz seltsame Geräusche. Es wirkt nicht wahnsinnig vertrauenserweckend. Jetzt nach ein paar Wochen hat sich meine Angst, das Gerät zu verwenden, ist nicht geringer geworden. Es springt einem so an, es ist nicht sehr präzise, es ist nicht irgendwie gedämpft, es kommt einfach angesaust, der Bildschirm, wenn man ihn aufklappt. Es wirkt nicht sehr souverän und insgesamt meine größte Kritik an dem Gerät, es wirkt wie ein Erstgenerationengerät. Ja, erinnert ihr euch ans erste Surface? Da konnte der
der Kickstand konnte noch nicht so viele Winkel und alles war so ein bisschen, das Seitenverhältnis war noch viel zu lang gezogen und ja, man hat gesehen, da steckt unglaublich viel Potenzial drin, aber es gab noch so viele Sachen, die nicht so ganz ideal waren. Dann mit dem Surface Pro 3 wurde alles großartig, einer der besten Computer, den ich je hatte. Hier habe ich ein bisschen das Gefühl, der könnte noch so viel besser werden, wenn man ihm noch ein bisschen mehr Zeit gibt. Oder respektive Microsoft, wenn sie da noch ein bisschen nachbessern können. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Das waren jetzt mal meine Highlights und meine Enttäuschungen mit dem Surface Laptop Studio. Was ist mein großes Fazit? Ich muss sagen, ich mag die Kiste wirklich sehr, aber eben, es fühlt sich alles noch ein bisschen arg nach erste Generation an. Das Zweite, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ist ein größeres Modell. Ich hätte wahnsinnig gerne genau das mit 16, 17 Zoll drin. Ich mag das Surface Studio sehr, den großen Desktop von Microsoft, aber der ist viel zu groß. Ich möchte sowas, was man zusammenklappen und wegräumen kann. Und da ist mir einfach ein 14 Zoll Bildschirm, ehrlich gesagt, ein bisschen zu klein. Ich hätte das ganz, ganz gerne gehabt mit 16 oder 17 Zoll drin. Dann wäre es der perfekte Zuhause-Desktop fürs Homeoffice. Man nimmt ihn nach vorne, arbeitet toll damit und wenn man ihn nicht mehr braucht, stellt man ihn wieder weg. Ja. Hoffe ich mir sehr, dass es ein Surface Studio, nein, jetzt habe ich es wieder falsch, Surface Laptop Studio 2 geben wird, was es dann in zwei Größen geben wird. Ein wirklich großes Modell. Also als Unterwegs-Computer brauche ich das viel, viel weniger mit dem Touch. Zu Hause hätte ich das gerne. Aber insgesamt, tolle Kiste, war spannend damit. Jetzt muss sie zurück zu Microsoft und ich sollte wieder was anderes arbeiten, nicht hier über diesen wirklich spannendsten Computer bis jetzt des Jahres 2022 sprechen. Falls ihr noch Fragen habt, müsst ihr euch beeilen, weil ich schicke das Ding nachher zurück zu Microsoft. Also falls ich noch etwas nachschauen muss, müsst ihr unbedingt sofort in die Kommentare schreiben. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für den Kanal und falls das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben. Falls es doof war, Daumen nach unten und dann sehen wir uns im nächsten Video.